Herr Direktor Reichenvater, ein Thema, das auch Sie interessiert, ist die geplante Lehrlingsmesse in Waidhofen an der Ips. Und Sie sind ja auch im Kernteam als Schuldirektor, als Pädagoge, als Fachmann. Was zählen Sie zu den wichtigen Dingen bei dieser Lehrlingsmesse? Ja, also diese Lehrlingsmesse ist für mich eine sehr wichtige Einrichtung jetzt. In der Polytechnischen Schule St. Peter in der Au, die ich auch leite, haben wir so eine Messe selbst vor Ort, wo wir die Unternehmen einladen. Nur dort habe ich halt die dreifache Anzahl an Schülern. Dort kommen dann auch die Firmen. Hier haben wir grob um die 50 bis 60 Schüler. Und für mich ist jetzt diese Möglichkeit so des ersten Kennenlernens im Herbst, bevor eine Schnupperlehre anfängt, bevor eine Bildungsmeile ist, bevor irgendwelche anderen Informationssachen sind, können hier bereits Firmenchefs oder andere Lehrlinge den ersten Kontakt aufnehmen, ohne dass da jetzt großartig Berührungsängste sind. Man ist auf neutralem Boden, beide Seiten, weil sonst geht entweder der Schüler zum Lehrherrn hin oder der Schüler ist in der Schule. Da ist neutraler Boden, beide können sich wirklich locker und frei bewegen und ist sind ja, für mich ist das eine große Chance, für beide Seiten aufeinander zuzugehen. Wie bereiten Sie die Schüler vor und wie können Sie sich selbst als Schule in dieser Thematik Lehrlingsmesse einbringen? Ja, es ist bei uns dann schon sehr speziell. Diese Lehrlingsmesse soll ja breit aufgestellt sein, von der Mittelschule, dritte Klasse weg, vierte Klasse und jetzt dann Polytechnische Schule. Bei uns haben die Schüler schon sehr viel an Berufsvorbereitung gehört, durch den Werdegang, den sie hinter sich haben. Und bei uns werden sie schon gezielt dann auf die jeweilige Sparte vorbereitet. Und jetzt ist es für uns eigentlich so, dass wir versuchen werden, mit dieser Lehrlingsmesse die Schüler gezielt in ihrem gewählten Fachbereich eben mit Betrieben in Kontakt zu bringen, die es hier vor Ort gibt. Man hat immer, die großen Firmen kennt jeder. Und da weiß ja jeder, was los ist. Aber ansonsten, was es hier alles noch an breiten Nischenprodukten dann gibt, ja, ich sage jetzt, wenn man gar reinfällt, der Fasselbinder. Ne? Wer weiß, dass der Fassbinder auch Geländer macht? Ja? Oder eben, dass der Balkon Glander auch anfertigt. Das gehört alles dazu zum Berufsfeld. Weiß man nicht. Fasel ist klar, aber selbst das wissen viele nicht, dass wir in Waidhofen zwei von solchen Betrieben haben, die Nischenbetriebe sind. Unabhängig jetzt von Ihrer Schule, wie sollten die umliegenden Schulen, da zähle ich auch also die Schulen dazu, die im Hinterland, im Ibstal sind, wie sollten Ihrer Meinung nach die Schulen diese Messe, diese ganz spezielle Messe, am optimalsten nutzen? Also mein Traum jetzt, ich kann da nur von einem Traum reden, weil ich dort natürlich nichts zu mitreden habe, wäre, dass man sagt, alle Schüler, die jetzt auf der Schulstufe 7, also in der dritten Klasse sind, die sollten möglichst unbedarft dorthin kommen, weil in der Stufe 7 beginnt dann die Berufsvorbereitung, die Berufsorientierung. Und wenn ich jetzt das als Lehrer dort sehe oder als Direktor, würde ich sagen, fahrt euch hin, schaut euch möglichst früh und breit an und informiert euch, was es gibt. Die vierten Klassen, die achte Schulstufe, da würde ich schon sagen, jetzt gehen wir gezielt vor. Da gibt es schon dann das erste Wissen, der weiß schon, er ist eher für einen handwerklichen Beruf, er ist eher für irgendeinen Dienstleistungsbereich. Dann sage ich, okay, schau dir diese Palette an. Und eben dann für mich die Steigerung ist eben dann in der Polytechnischen Schule, wo ich sage, so, du weißt schon genau, du wirst Metaller, du suchst jetzt drei oder vier Betriebe aus und du erkundigst dich genau darüber, was gibt es dort, wäre das etwas für mich? Also, wenn ich Ihre Worte deuten darf, ist das eine optimale Win-Win-Situation. Absolut, ich sehe das so und das Ganze wird dann noch wunderbar abgerundet in unserer Region durch die Bildungsmeile, wo jetzt dann sagt, dort haben wir bei der Bildungsmesse oder bei der Lehrlingsmesse haben wir nur jetzt einen Kontakt. Es passiert ja dort haptisch überhaupt nichts. Ja. Es wird dort gesprochen, es ist ein erstes Beschnuppern. Und jetzt dann bei der Bildungsmeile haben dann die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in die Betriebe vorzugehen, vielleicht dorthin zu gehen, wo ich schon bei dieser Lehrlingsmesse mit jemandem Kontakt geknüpft habe und schauen wir jetzt wirklich an, was macht er? Ich habe mir es nicht nur erzählen lassen, dann, sondern ich sehe das auch. Und die nächste Stufe für mich ist dann, dass wir dann ja hinten noch in der Polytechnischen Schule die Schnupperlehre dann haben, wo dann wirklich der Schüler auch in einen Betrieb seiner Wahl geht und selbst dort dann Hand anlegen darf, im eingeschränkten Rahmen natürlich.